Viele von Ihnen kenne ich und Sie kennen auch, viele von Ihnen kennen auch mich aus den Druckgerätetagen in Fürstenfeldbruck, die wir alle 2 Jahre abhalten, oder auch aus dem Anlagenforum in Wien. Leider ist es nicht möglich, eine solche Veranstaltung derzeit abzuhalten. Und wir versuchen es so gut wie es geht, dieses Thema online mit Ihnen zu bearbeiten. Wir stehen auch im Nachgang für Fragen und Antworten zur Verfügung. Der Brexit, der hat uns wahrscheinlich in dem Ausmaß, wie er dann eingetreten ist, überrascht. Es war noch bis Weihnachten letztes Jahr eigentlich nicht klar, dass sich England, dass sich das Vereinigte Königreich so final aus der EU einfach verabschieden wird, wie sie es getan haben. Sie müssen sich vorstellen, der gemeinsame EU-Markt und das Handelsverhältnis zu dem Vereinigten Königreich ist jetzt in eine Vor-EU-Zeit zurückgefallen und der Austausch von Waren ist noch komplizierter als zum Beispiel mit der Türkei. Wir haben ein bisschen, wo leidlich das CE-Zeichen ja anerkannt wird. Wir dachten, dass es eigentlich auf so eine Art norwegische Lösung rausläuft, dass man zumindest das CE-Kennzeichen in England erhält. Wir haben dann, als Ausweichliche immer näher kam im Januar uns entschlossen, als TÜV Süd auch eine entsprechende Akkreditierung über unsere Landesgesellschaft TÜV Süd BABT anzustreben. Wir sind mittlerweile sehr weit in diesem Akkreditierungsverfahren und wir gehen ganz sicher davon aus, dass wir in wenigen Wochen auch eine sogenannte Appointed Body für UKCA sind. So, ich warte auf die Folie. So. Gut, ich habe gedacht, da muss man hier anscheinend auch selber arbeiten. Ich dachte, ich stelle mich dahin, wie bei den Druckgerätetagen und alles rund um mich fliegt. Aber hier muss der Vortragende noch arbeiten. Also, wie gesagt, Sie sind in guter Gesellschaft. Ja, das UKCA-Kennzeichen bedeutet UK Conformity Assessed. Und ersetzt das CE-Kennzeichen. Und das gilt nicht nur für die Druckgeräte, sondern im Prinzip für alle technischen Geräte, die ehedem an dem freien Warenverkehr beteiligt waren. Das heißt, ob Sie jetzt ein Handy haben oder einen Herzschrittmacher, das wird alles ein UKCA-Kennzeichen tragen. Wobei für bestimmte Bereiche, also Medizinprodukte, es wohl auch längere Übergangsfristen gibt. Das UKCA-Kennzeichen wird heute schon von unseren britischen Organisationen vergeben, da es innerhalb von England seit 1. Januar 2021 schon in Kraft getreten ist. Wir haben einen Übergangszeitraum, wo wir jetzt eigentlich schon weit über die Mitte bewegen, bis 31.12.2021. Ab da wird im Vereinigten Königreich das UKCA-Zeichen verpflichtend eingeführt. So, wir haben hier nochmal eine Folie dargestellt. Ich werde nur wenig Zeit damit verbringen, weil ich einen deutlichen Schwerpunkt auf die Fachfragen legen werde. Wir bewegen uns jetzt hier im Bereich 2021. Das heißt, in diesem Jahr werden das CE-Zeichen und das UKCE-Zeichen ganz partnerschaftlich nebenher in Großbritannien nebeneinander berechtigt sein und es wird auch kein Problem geben. Aber wir nähern uns unweigerlich dem Jahre 2022 und ab da geht nichts mehr mit dem CE-Zeichen. Das wird interessant, zumindest für die Dinge, die schon bestellt sind oder auch für Baugruppen, die jetzt in der Planung oder im Bau sind, weil da muss man ganz dringend Vorkehrungen treffen. Die müssen in Verkehr gebracht sein unter CE, das heißt noch in diesem Jahr. Sonst können die nicht so ohne weiteres im Jahr 2022 in Großbritannien, im Vereinigten, ich bleibe jetzt beim Vereinigten Königreich, weil das ist ja ein Wahnsinn mit England, wie man das richtig bezeichnet. Ich bleibe im Vereinigten Königreich in Verkehr bin. So. Jetzt sehen Sie auch schon, warum ich mich dauernd verhaspel mit Vereinigten Königreich und Großbritannien und so weiter. Alle, die fußballbegeistert sind von Ihnen, die können da wahrscheinlich mehr damit anfangen. Links ist die Fahne von England,
dann die Fahne von Schottland, dann die Fahne von Wales, dann von Nordirland. Und das Ganze ist irgendwann mal zum Union Jack verschmolzen worden. Ein guter Kompromiss angeblich aus diesen vier Fahnen. Nur der walisische Drache ist leider unter die Räder gekommen, was die Waliser nie den Engländern vergessen werden. Bitte merken Sie sich das mit den Fahnen hier. Sie wissen aus den Druckgerätentagen, das ist ein kleines Hobby von mir, da kommt nachher auch noch mal eine Frage dazu. Es sieht folgendermaßen aus, in England, in Schottland und in Wales wird das UKCE-Kennzeichen ab 1. Januar 2022 verpflichtend sein. Sie wissen sicher aus der Presse, dass wir für Nordirland einen Übergangsstatus haben, der weiterhin die Koexistenz des CE-Zeichens mit einem UK Northern Ireland Zeichen gestattet. Das heißt, sollten Sie tatsächlich Lieferungen nach Nordirland oder nur nach Nordirland anstreben, dann können Sie eigentlich schon wieder rausgehen aus der Veranstaltung und das schöne Wetter genießen, weil dann können Sie mit CE-Kennzeichen auf absehbare Zeit weitermachen. Die nicht nur sich auf Nordirland fokussieren, bleiben aber bitte noch herin, weil es kommen noch ein paar weitere interessante Informationen. Wir haben Ihnen für spätere Recherchen hier mal auch eine Linklist zusammengestellt, wo auch die aktuellen Regelungen, die gesetzlichen Regelungen nochmal genau dargestellt sind, auch abgedatet. Ich werde die Links nicht aufmachen. Also das eine ist mal, sind mal die allgemeinen Vorgaben, gesetzlichen Vorgaben zur UKCA-Kennzeichnung. Dann gibt es einen gesetzlichen Leitfaden zur Druckgerätesicherheitsverordnung. Das ist ein sehr, sehr, sehr empfehlenswertes Dokument. Das ist so ein 18-Seiter und das ist so eine Handreichung, wie setze ich das eigentlich als Hersteller, als Importeur, als Händler, wie setze ich das um? Also ein sehr, sehr schönes Dokument. Im Prinzip etwas, was ich in Deutschland auch gerne hätte. Man muss überhaupt grundsätzlich sagen, dass das Regelwerk und diese ganzen Brexit-Dokumente wesentlich nutzerfreundlicher aufgearbeitet ist, als wir was Vergleichbares in Deutschland hätten. Muss man wirklich neidlos anerkennen. Und alles schön auf staatlichen Homepages, also Government UK, also wirklich alle beste Sahne. Das eigentliche Herzstück, das ist die Druckgerätesicherheitsverordnung, Pressure Equipment Safety Regulation. Und hier sehen Sie auch nochmal Pressure Equipment Safety Regulation 2016. Das ist im Prinzip sowas wie bei uns diese 14. oder 16. GPSGV, also die Umsetzung des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes, das haben die auch. Und die Briten, die haben sich nicht gescheut, da auf ein 2016er Regelwerk aufzusetzen. Der Brexit ist sozusagen eigentlich nur etwas Kontinuierliches, was in denen ihrem Regelwerk gar keinen besonderen Umbruch macht, sondern das läuft einfach weiter. Für die, die schon länger im Geschäft sind, kann man sich das so vorstellen, die haben eigentlich die Druckbehälterverordnung wieder eingeführt. Ja, der eine oder andere wird sich noch erinnern, die Druckbehälterverordnung führen wir wieder ein, brauchen wir eigentlich den gesetzlichen Rahmen überhaupt nicht ändern. Jetzt würde ich Sie noch auf etwas stoßen, was wir im Nachgang sehr, sehr detailliert besprechen werden, nämlich das Thema der sogenannten Designated Standards. Die Kolleginnen und Kollegen, die sich vertieft mit EU-Recht beschäftigen, kennen ja den sogenannten Harmonized Standard. Und der harmonisierte Standard, der die Anwendung des harmonisierten Standards impliziert ja die Einhaltung der sogenannten grundlegenden Sicherheitsanforderungen. Das heißt, wenn Sie einen harmonisierten Standard anwenden, dann sind Sie eigentlich im Hinblick auf technische Anforderungen auf der sicheren Seite. Zur sehr, sehr großen Überraschung hat das Vereinigte Königreich genau diesen Ansatz eben auch übernommen. Nur, das heißt nicht mehr harmonisierter Standard, weil aus englischer Sicht gibt es da nichts zu harmonisieren. Es ist ein Designated Standard, einer, der nur benannt ist. Und das sind wie Wunder tatsächlich die Liste der EN-Standards. Und zwar nur EN-Standards nach alter Fasson sind
Designated Standards, zum Beispiel die EN 13445, jeder von Ihnen kennt sie, nicht alle lieben sie. Mehr dazu später. So, welche Druckgeräte unterfallen eigentlich dem neuen Regelwerk? Das können wir sehr schnell machen. Wir haben hier ein paar Icons hingemalt und da sehen Sie, das ist im Prinzip genau das gleiche wie in der Druckgeräte-Richtlinie, also die Pressure Equipment Safety Regulation 2016. Sprich genauso wie die europäische Druckgeräte-Richtlinie bis auf Weiteres von Druckgeräten und Baugruppen. Auch die zulässigen Grenzen, PS von mehr als 0,5 Bar sind eingehalten. Auch übrigens die Kategorisierung, Kategorie 1, 2, 3, 4. Ebenfalls auch die Klassifizierung der Stoffe, also die Gefährdungsgruppen 1 und 2, also gefährlich und nicht gefährlich aus Sicht der Druckgeräte-Richtlinie, das bleibt alles erhalten. Auch übrigens die Konformitätsbewertungsmodule. Also man könnte eigentlich sagen, neuer Wein in alten Schläuchen. Und jetzt kommt das große Aber. Diese Zertifikate und diese Prüfungen dürfen nur von Stellen ausgeführt werden, die einen Sitz im Vereinigten Königreich haben. Das heißt, jeder, der Ihnen irgendwie etwas erzählt, von da werden einfach Zertifikate umgeschrieben und das macht unsere Tochter in Griechenland oder in Deutschland oder in Frankreich, ich kann Ihnen sagen, dann ist es nicht die Wahrheit. Und bei uns ist es auch so. Auch ich bin ein Vertreter der TÜV Süd Industry Service, aber die Zertifikate werden von unserer Schwestergesellschaft in UK ausgestellt. Und da wird kein Weg dran vorbeiführen. So, jetzt bin ich technisch so überfordert, dass ich jetzt nicht mal mehr ein Bild weiterkomme. Woran könnte das liegen? Ich gehe mal eins zurück. Gehe eins vor. Jetzt ab. Nochmal ganz elementare Änderungen im Wording. Der Großteil der Pressure Safety Regulations 2016 ist ja enthalten, weil in der Pressure Equipment Safety Regulation 2016 wurde ja das europäische Regelwerk umgesetzt. Über den Brexit hat es jetzt Veränderungen gegeben, die über dieses sogenannte Amendment 24 eingeführt wurden. Und in diesem Amendment stehen dann so Sachen drin wie überall, wo CE-Kennzeichen steht, wird UK CE-Mark stehen. Überall, wo Mitgliedstaat der EU steht, wird Secretary of State stehen. Überall, wo eine benannte Stelle, oh falsch, eine notifizierte Stelle steht, bitte fürs nächste Mal korrigieren. Benannte Stelle ist ja das böse Nichtwort, das heißt nicht mehr benannte Stelle. Notifizierte Stelle wird zukünftig ein Approved Body. Und EU-Konformitätserklärung wird natürlich nur noch eine Konformitätserklärung sein. Der harmonisierte Standard, die harmonisierte Norm wird ein Designated Standard sein. Und da gibt es viele, viele, viele kleine Änderungen, die einfach klar machen, dass das Vereinigte Königreich hier tatsächlich auch begrifflich eine Änderung will. Und es ist aller Voraussicht nach eher der Anfang von einer Trennung, dann im Hinblick auf die Umsetzung. Wir werden nachher darauf kommen, wie große Probleme wir da haben, auch teilweise in der Umsetzung. Nochmal ein kleiner Überblick zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also wir haben natürlich in Großbritannien, Sie erinnern sich an die drei Fahnen, England, Schottland und Wales, UKCA. Wir haben in Nordirland die Koexistenz von CE und UK, Northern Ireland, bis auf Weiteres. Und wir haben selbstverständlich in Irland weiterhin das CE-Zeichen. So. Mein guter Kollege, der Thomas Dallmayr, den auch viele von Ihnen kennen, das ist sozusagen der unsere PED-Software, unsere PED 7.0 beaufsichtigt und immer weiter treibt, der hat sich Gedanken gemacht, wie man das Thema UKCA auch über diese Software weiterentwickeln und weiter aufbauen können. Und er würde jetzt ein paar Minuten nutzen, um Ihnen das zu zeigen. Und dann gehen wir wieder zurück auf die
wie wir jetzt die Abwicklung UKCA machen wollen und dann zu den Fragen und Antworten. Ja, also lieber Thomas, walte deines Amtes. Winfried, vielen Dank für die Überleitung. Ja, ich möchte ganz kurz zeigen, dass wir in unserer Software zur Druckgeräte-Richtlinie jetzt auch Inhalte eingebaut haben, um Ihnen den Umgang mit UKCA zu erleichtern. Die meisten oder viele kennen die Software, die ist aufgebaut, dass wir Übereinstufung von Druckgeräten, EU-Konformitätserklärungen, Analyse Gefahren und Risiken, Betriebsanleitung, einigen zusätzlichen Tools wie Prüfdrucksberechnung, Anzahl voller Druckzyklen und so weiter, alles rund um die europäische Richtlinie Ihnen näher bringen wollen. Und ergänzend hierzu haben wir jetzt in einer Version 7.1 vor, die übrigens noch nicht veröffentlicht ist, die wird zu Ende des Monats auf dem Markt erscheinen, haben wir jetzt Inhalte auch zu UKCA mit aufgenommen. Wir haben einen Guide gemacht, das ist so ein bisschen die Präsentation und eine Mischung aus den Unterlagen, die Großbritannien zur Verfügung stellt. Und wir haben die Pressure Equipment Safety Regulations und die Simple Pressure Vessel Safety Regulations in einer konsolidierten Fassung auf die Software integriert. Die gibt es also in dieser Fassung sonst nirgends. Ich zeige Ihnen mal noch ganz kurz den Guide. Das ist im Endeffekt sehr ähnlich aufgebaut wie das, was Sie jetzt gerade schon gesehen haben und zeigt eben auch, welche Pflichten der Hersteller, welche Pflichten der Bevollmächtigte oder dann Einführer, Händler haben, was die zugelassenen Stellen sind, wo sie welche finden können. Nochmal auch auf die Standards einzugehen, haben auch hier wieder so dieses Gegenüberstellen wie die Nomenklatur in den verschiedenen Regelwerken ist. Und hier steht noch, dass das nur in Englisch auf der Software ist. Bis die Software veröffentlicht werden ist, werden wir das auch auf Deutsch noch mit in die Software integriert haben. Ich glaube, besonders interessant ist aber wirklich, dass wir hier die konsolidierte Fassung von den Regelwerken aus Großbritannien haben. Also wir haben hier die Pressure Equipment Safety Regulations von 2016. Die Sie auch hier in der alten Regulierung immer wieder finden werden. Also die sind auch im Original vorhanden. Aber wir haben dann hier an der Stelle schon die Änderungen, die aufgrund des Brexits notwendig waren. Also hier zum Beispiel sind diese Änderungen aufgeführt. Die haben wir in die Software mit integriert. Also zum Beispiel kam ein neuer Paragraph 2a hinzu und das und alle anderen Texte sind jetzt bei uns schon direkt im Regelwerk integriert. Also deutlich leichter zu lesen, als wie das, was jetzt momentan auf dem Markt ist. Eben, da müssen Sie immer zwischen zwei Regelwerken blättern und hier bei uns können Sie das Ganze schon zusammenhängend in einem Regelwerk lesen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die einfachen Druckbehälter, und auch da ist die entsprechende Regelung komplett mit in den fließenden Text mit eingearbeitet und der Text ist, wie Sie es sonst auch von der Software gewöhnt sind, also stark untereinander verlinkt und man kann also sehr schnell hier und sehr gut das Ganze lesen. Auch hier finden Sie eine Stelle, auf der wir Ihnen unsere Kontaktadresse geben, auch nochmal zu einem entsprechenden Postfach, das später nochmal angesprochen wird, dass Sie mit uns zu dem Thema auch schnell Kontakt aufnehmen können. Wenn Sie das Ganze jetzt halt auch interessant finden und interessiert dran sind, gibt es eine Internetseite, wo das Ganze über die Software nochmal beschrieben ist. Hier gibt es ein kurzes Video, das Ihnen die normalen Funktionen nochmal alles erklärt. Die Preise sind angegeben, Sie können sich eine Testversion herunterladen, aktivieren und updaten, eine Ansprechpartnerin, wenn Sie weitere Fragen haben, einen Flyer herunterladen. Den Link zu dieser Seite, der ist auch in den Unterlagen, die Sie bekommen, mit enthalten. Ja, das war jetzt im Schnelldurchflug. Vielen Dank, dass wir Ihnen auch digital hier schon etwas anbieten können. Und ich gebe zurück an den Herrn Schock. Ja, also wir sind jetzt wieder zurück sozusagen im Hauptstadtstudio. Danke Thomas für die
Hinweise zur PED. Wir wissen, dass viele von Ihnen auch die Software nutzen und wir wollen natürlich auf dem Weg Sie auch unterstützen, sollten Sie UK-Kunden haben oder selber Kunde bei einer Firma in UK sein. Generell ist es so, wenn Sie Fragen zu UKCE haben, und zwar unabhängig davon, welche Art von Fragen sind. Ich habe es jetzt im Chat schon gelesen, dass der eine oder andere schreibt, dass es vielleicht eine dumme Frage ist. Also es gibt keine dummen Fragen zu dem Thema, weil die Frage kann auf jeden Fall niemals dümmer sein als der Brexit. Also das ist mit Abstand das Dümmste, was wir in Europa praktiziert haben und alles andere ist viel weniger dumm, sondern eigentlich nur ein Folgefehler. Also scheuen Sie sich da nicht Fragen zu stellen und schicken Sie die gerne an die ukca@tüv-süd.com. Über diese E-Mail werden wir sie tatsächlich am schnellsten beantworten können, weil wir haben da ein Abarbeitungsteam dahinter. Und wenn Sie einen TÜV Kollegen oder Mitarbeiter haben, mit dem Sie täglich auch im Geschäft zusammenarbeiten, in der Durchprüfung oder Abnahme oder wo auch immer, den dürfen Sie gerne CC mit draufnehmen, dass der auch informiert ist. Aber über diese E-Mail saugen wir sozusagen tatsächlich alles ab und dann haben Sie auch die höchste Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Frage fachkundig bearbeitet wird. Viele von Ihnen sind natürlich nicht nur in Deutschland zu Hause, sondern im globalen Dorf. Und Sie haben Unterlieferanten, Werkstofflieferanten, Halbzeughersteller, die Ihnen zuliefern oder Sie liefern in einem Konsortium mit vielen, vielen anderen Firmen. Und deshalb würde ich Ihnen ganz kurz zeigen, wie wir das auch global aufstellen, das Thema UKCA. Also nochmal im Herz dieser Veranstaltung unsere Landesgesellschaft in England, die TÜV Süd BABT. Der BABT ist ein Schwergewicht. Das ist nämlich ein ehemaliges halbstaatliches Unternehmen, nämlich British Association for Broadcast and Television. Das heißt also eine ganz große britische Nummer. Den Namen kennt jeder, aber natürlich bisher nicht als eine Organisation, die auch Druckgeräte bearbeitet, sondern eher aus dem Telekommunikationsbereich. Von UK aus werden also die Warenströme aus USA, was TÜV Südamerika, über TÜV Südamerika abgefischt, wenn man so will. Das ist auch ein kleiner Hinweis zu dem Thema ASME, das ich vorhin schon im Chat gesehen habe. Auch die Warenströme aus Asien, also China, Indien, werden hier bearbeitet. Und dann selbstverständlich auch die kontinentaleuropäischen Themen. Also hier ist die Industry Service, die Landesgesellschaft in Österreich, Frankreich, Benelux und Italien. Das sind unsere größeren. Wir sind aber in nahezu allen Ost- und Süd- und Westeuropäischen Ländern vertreten. Soviel zu Ihrer Information. Auch dort ist die Dreh- und Angelpunkt ist tatsächlich die vorher genannte E-Mail. Wenn Sie da auch ein globales oder grenzüberschreitendes Lieferthema hinschicken, wird auch bearbeitet. So, wie sieht es denn in Zukunft generell aus? Die mit uns schon länger zusammenarbeiten, die kennen ja unsere Zertifikate, die sehen in etwa so aus. Wir haben da die CE036 drauf, TÜV Süd Industrieservice mit Sitz in München, in Deutschland anerkannt und akkreditiert für den gesamten EU-Raum. Und jetzt leider durch den Austritt des Vereinigten Königreichs werden wir hier in Zukunft Zertifikate haben, die von der Landesgesellschaft ausgestellt werden, also TÜV Süd BABT. Und auch im Unterschriftsblock werden Sie eine englische Adresse haben und vielleicht auch mal jemanden, der keinen deutschen Vor- und Familiennamen hat. Wichtig ist auch, die Adresse ist auch England und damit ist es auch klar, wenn wir ein solches Vertragsverhältnis vermitteln, wird das natürlich auch nach britischem Recht abgehandelt. Ja. Also zu Ihrer Beruhigung kann ich sagen, dass, glaube ich, in England die Todesstrafe zumindest mal nicht mehr exekutiert wird. Aber man hat dort tatsächlich auch andere Regeln und ein anderes Rechtsverständnis. Also das betrifft natürlich Sie, aber das betrifft natürlich auch uns. Und das erklärt möglicherweise auch, dass wir bei der einen oder anderen Dinge vielleicht auch mit einer etwas ungewohnten Härte und Rigorosität bestimmte Dinge angehen,
weil wir eben auch einer anderen Gesetzgebung und rechtlichen Lage hier unterworfen sind. Die Ehrlichkeit aber haben wir hier geschrieben, die Akkreditierung durch UCAS ist noch nicht erteilt, wir warten drauf. Wir haben aber so erfolgreiche Audits erlebt, dass ich davon ausgehe, dass das nur noch eine Frage von Wochen ist. Und ich denke mal, nachdem wir ja bei der Europameisterschaft uns auch sehr großzügig gegenüber England verhalten haben, was das Weiterkommen betrifft, steht zumindest das der Erteilung der Akkreditierung nicht entgegen. Und jetzt sind wir eigentlich schon bei den Fragen und Antworten. Also es war mir sehr wichtig, dass wir auch wirklich viel Zeit haben, dass wir uns tatsächlich mit den Themen noch beschäftigen, die uns wirklich interessieren und brennen. Und ich fange mal damit an, alle von Ihnen, die sich mit der Druckgeräte-Richtlinie schon mal beschäftigt haben, denen wird das bekannt vorkommen. Wir haben also Druckgeräte in den Kategorien 1, 2, 3 und 4. Und die werden also konformitätsbewährt nach verschiedenen Modulen. Und ich habe hier mal türkis unterlegt, die häufigsten Module, die wir da so haben. Das heißt, in der Kategorie 2 das Modul A2, in der Kategorie 3 Baumuster nach der Bauart plus D oder B plus F oder B plus C2, seltener das H. Und für die großen Druckgeräte B plus D, B plus F oder am allerhäufigsten bei Einzelfertigung oder Nichtserienfertigung das Modul G. Alle diese Module werden weiterhin Bestand haben und werden in UK auch nach der gleichen Schematik auch weiterhin angewandt. Es gibt allerdings jetzt für diese verschiedenen Modulkombinationen und für diese Art der Herstellung unterschiedliche Prioritäten. Wenn Sie nach einem Modul G in Verkehr bringen, also eine Unit Verification haben, dann wird ja jedes Gerät einzeln abgenommen. Das heißt, wenn Sie da jetzt Ihre Entwurfsprüfung einreichen, dann kann die schon ab Erteilung unserer Akkreditierung UK-konform, ich sage mal, durchgezogen werden. Und dann kann die Abnahme und die Zertifizierung auf einem Weg erfolgen, der sehr der Druckgeräte-Vorgehensweise entspricht. Mit einer Ausnahme. Formal vermitteln wir ein Vertragsverhältnis zwischen Ihnen, also Ihrer Firma und unserer Landesgesellschaft in UK. Etwas anders sieht es aus bei den Modulkombinationen, die eher Richtung Serienherstellung gehen, also zum Beispiel ein Baumuster B plus ein D oder B plus C2. Es sind Dinge, die eher häufiger sind dann bei kleinen Druckgeräten, bei also tragbaren Feuerlöschern zum Beispiel, Pulverfeuerlöschern, bestimmte Armaturenbauarten, bei solchen Dingen. Da ist natürlich jetzt auch ein gewisser Zeitdruck da, weil zum 1. Januar 2022 brauchen Sie neue Zertifikate von einer in England ansässigen zugelassenen Stelle und Sie brauchen auch das Recht und die Berechtigung, diese UKCA zu vergeben. Also da ist dann auch nichts mehr mit der 036, sondern ich zeige es Ihnen mal ganz kurz, aller Voraussicht nach werden wir UKCA 0168 bekommen. Das wird dann die Kennzeichnung sein über unsere Landesgesellschaft. So. Ich habe mal eine Checkliste erarbeitet, wo ich so gefühlt auch so einen Teil der Fragen aus dem Chat vielleicht schon antizipiert habe, wo man einfach sagt, okay, das sind die Dinge, die kommen immer wieder, das sind die Fragen, die haben wir auch in letzter Zeit immer häufig bekommen. Nämlich, was sollten Sie sich als Druckgerätehersteller, der im Vereinigten Königreich Produkte in Verkehr bringt, was sollten Sie sich denn überlegen? Wie sollten Sie sich die Karten legen? Also das Erste ist mal, ich meine, jeder, der mit uns, mit dem TÜV zusammengearbeitet hat, der weiß, wir arbeiten gerne mit Ihnen, aber am Ende des Tages bekommen Sie auch eine Rechnung. Und so ist es hier auch. Wobei formal die Rechnung dann eben unsere Landesgesellschaft im Vereinigten Königreich stellt.
Aber keine Sorge, Sie müssen also nicht britische Pfund, sondern Sie können auch weiterhin in Euro bezahlen. Vielleicht so viel zur guten Nachricht. Aber es wird sich nichts daran ändern, dass auch dieser Service am Ende des Tages nicht komplett kostenfrei sein kann. Die Akkreditierungen im Vereinigten Königreich, die waren sehr teuer, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ist ein sehr großer interner und externer Aufwand entstanden. Und so viel dazu. Sie erreichen den TÜV-SÜD-BABT genauso wie alle UKCA-Aktivitäten über das vorher vorgestellte Postfach ukca@tüvsüd.com. Das heißt, wenn Sie keinen direkten persönlichen Ansprechpartner haben sollten, dann schicken Sie es einfach dahin. Wenn Sie einen persönlichen Ansprechpartner im Unternehmen haben, schicken Sie es an den und schicken Sie es aber trotzdem dahin. Weil wir haben jetzt Urlaubszeit und Sie wissen, manchmal ist dann die Reaktionszeit vielleicht doch nicht so, wie sie sein sollte. Und gerade bei den Kunden, die jetzt dringend zum Jahresende ein neues Zertifikat brauchen, werden und wollen wir alle Hebel in Bewegung setzen, dass sie das so schnell wie möglich bekommen. Also nutzen Sie diese E-Mail. Im Weiteren ist es so, insbesondere wenn Sie eine Modulkombination B plus C2 oder D oder H oder H1 oder so etwas Qualitätsmodule benutzen, brauchen Sie auf jeden Fall einen Vertrag, einen formalen Vertrag, einen Zertifizierungsvertrag mit unserer Landesgesellschaft. Auch dafür haben wir Formulare und Vordrucke, die wir Ihnen sehr gerne dann zur Verfügung stellen. Und jetzt kommt also so ein richtig heißes Thema. Nämlich als Hersteller müssen Sie sich festlegen, verwenden Sie den sogenannten Designated Standard, also eine harmonisierte Norm nach EN, die EN 1345 beispielsweise oder die 13580 für die Rohrleitung oder auch für die Dampfkessel, die EN-Normen oder auch für die Feuerlöscher, die EN 38. Wenn Sie das nicht tun, sind Sie aus Sicht des Vereinigten Königreichs ein sonstiger Standard. Und das ist etwas, was jetzt schon einen Umdenkensprozess sowohl bei mir, meinen Kollegen, als auch bei Ihnen wahrscheinlich hervorruft. Also die Anwendung eines ASME-Codes plus PID in der bisherigen Art und Weise ist ein sonstiger Standard. Auch die Anwendung eines AD2000, auch vollumfassend, ist ein sonstiger Standard. Das heißt, aus Sicht des Vereinigten Königreichs kann jetzt nur mit ASME plus PID oder nur mit AD2000 eigentlich nicht zwingend die Konformität vorausgesetzt und vermutet werden. Das heißt, wir müssen tatsächlich, wenn wir so ein Regelwerk anwenden, tatsächlich ein Dokument, auch ein internes Dokument mit Ihnen erstellen, in dem wir das Einhaltung der sogenannten Essential Safety Requirements oder der grundlegenden Sicherheitsanforderungen, die gibt es weiterhin, einfach auch dokumentieren. Und auch in der Konformitätserklärung muss dieser Standard angegeben werden. Wir haben da zwei Themen, die eben, denke ich mal, besonders bedeutsam sind. Das eine ist, liegt dieses Regelwerk überhaupt in englischer Sprache vor? Das kann man jetzt dem ASME-Code nicht absprechen. Der liegt in englischer Sprache vor. Das AD2000 hat das Problem, dass es zwar Übersetzungen gibt, aber dass im Zweifelsfall immer auf den deutschen Wortlaut verwiesen wird. Das ist sicher etwas, wo ich sage, da ist die Queen not amused. Das heißt, wenn wir mit einem solchen Regelwerk tatsächlich in einen Rechtsstreit in England eintreten sollten, Gott bewahre und die Queen bewahre uns auch davor, dann müssen wir uns schon warm anziehen, was die Einhaltung der Essential Safety Requirements betrifft. Also wir haben intern uns die Vorgabe gemacht, dass wir für das AD2000 auch in England kämpfen werden und dass wir auch versuchen werden, das zum britischen Standard zu machen. Aber wir müssen da mehr machen, als wir es bisher unter PID gemacht haben. Weil als Notified Body wir natürlich mit dem Gerichtsstand in München verständlicherweise ein deutschsprachiges Regelwerk wesentlich leichter verteidigen können als vor einem Londoner Gericht, wo dann der Richter mit schönen Robben und wallenden Perücken hier sitzt. Sie können sich vorstellen, sowas möchte man eigentlich wirklich vermeiden.
Wenn wir dann in rein deutschsprachigen Regelwerken kommen, die auch über viele, viele Jahre nicht mehr angepasst wurden, wie zum Beispiel die TRD, dann bewegen wir uns schon auf dem Glatteis, wo man wirklich sehr, sehr viele zusätzliche Vorkehrungen treffen muss, um da sowas überhaupt dort in Verkehr zu bringen. Sie müssen und Sie dürfen natürlich die Modulkombinationen festlegen, wie bisher. Sie müssen die Einhaltung der Essential Safety Requirements dokumentieren. Also gerade wenn Sie einen sonstigen Standard, also nicht einen EN-Standard verwenden. Und die Anforderungen an die Fertigungsstätten können auf verschiedene Art und Weisen erfüllt werden. Auch da ändert sich also nichts. Allerdings müssen wir auch darauf achten, dass die Dokumentation schon State of the Art ist und also neu ist. Also ich meine, wir haben natürlich die Druckgeräte-Richtlinie, die ist jetzt seit 2002 ist die eingeführt. Und ich möchte es nicht ausschließen, dass bei dem einen oder anderen von Ihnen vielleicht da Dokumente noch unterwegs sind, die tatsächlich eher dem Rechtsstand 2002 oder 2003 entsprechen. Also da, denke ich, müssen wir schon in den Keller gehen und auch mal die Spinnweben auskehren und mal schauen, Verfahrensprüfung auf dem letzten Stand, auch Indursprüfung auf dem letzten Stand, Schweißerprüfung auf dem letzten Stand. Es hat sich dort vieles, vieles auch in der Normung geändert. Und wir sollten uns schon an dem orientieren, was hier als Designated Standard steht und nicht auf Dokumente verweisen, die aus dem letzten Jahrhundert stammen. Also da bitte ich Sie auch um Ihr Verständnis. Auch das Vereinigte Königreich hat ein Recht darauf, wenn sie einen neuen Rechtsstand definiert, dass dann auch die Dokumentation in englischer Sprache vorliegt und auch dem entspricht, was die als Standard definieren. Was, denke ich, aber sehr wichtig ist, gerade im Hinblick auf die Marktaufsicht vor Ort, ist nämlich, dass Sie einfach sich in dem Muster einer Konformitätserklärung zurechtlegen, die PER, also Pressure Equipment Regulation, kompatibel ist. Auch das Behälterschild anschauen. Ich meine, in Zukunft brauchen Sie auf dem Behälterschild, wenn Sie nach England wollen, UKCA und nicht CE. Wobei bis auf Weiteres tatsächlich auch ein Nebeneinander toleriert wird, wenn auch das Richtige drauf ist. Sie brauchen eine Gefahrenanalyse, aber in besonderem Maße die Bedienungsanleitung in englischer Sprache. Sie brauchen Entwurfsprüfung und Baumuster gemäß PER. Es wurde die Frage gestellt, können alte Entwurfsprüfungen noch anerkannt werden? Und ich sage das jetzt mit dem tiefsten Brustton der Überzeugung, jein. Formal muss diese Entwurfsprüfung und diese Baumusterprüfung durch unsere englische Landesgesellschaft erfolgt sein oder zumindest akzeptiert sein. Das heißt, wir werden auf jeden Fall diese Dokumente unter dem Aspekt Pressure Equipment Regulation nochmal uns ansehen müssen und auch etwa einen Abgleich unter Umständen herbeiführen müssen. Also hier denke ich besonders daran, auch innerhalb des AD 2000 haben wir schon manche Dinge, die man sich genauer anschauen muss, ob die im Hinblick auf UK wirklich für die nächsten 20 noch verkehrsfähig sein können oder dürfen. Das sind bestimmte Dinge, die auch aus Skandinavien bis zum heutigen Tage also immer wieder mal reklamiert werden. Der eine oder andere wird es von Ihnen kennen, Dänemark, Schweden. Das sind die Dinge, die könnten auch in UK Probleme machen. Jetzt kommen noch vier Punkte, bevor wir richtig in die Feedback-Runde gehen. Vier Punkte, die wirklich schon einem Beinschuss ähneln und wo sich jetzt auch im Vereinigten Königreich doch erheblicher Widerstand aufbaut, weil das eigentlich Dinge sind, die kaum durchsetzbar sind. Viele von Ihnen sind ja vertraut mit der Druckgeräte-Richtlinie und da ist immer von zugelassenen Werkstoffherstellern die Rede, die ja dann auch Abnahmeprüfzeugnisse ausstellen können. Und die müssen ja von einer kompetenten Stelle eben auditiert sein, diese Hersteller. Und ein wichtiges Kennzeichen neben der fachlichen Eignung ist, dass die einen Sitz in der EU haben. Und das hat die UK jetzt einfach umgeschrieben, hat gesagt, die Stellen, die das dürfen, die müssen einen Sitz in UK haben. Das würde bedeuten, von den vielen tausend oder zehntausend Werkstoffherstellern auf der ganzen Welt
braucht jeder von diesen Herstellern ein neues Zertifikat von einem in UK ansässigen Stelle. Das ist natürlich für uns wunderbar und wir machen das auch gerne und wir setzen unsere Flying Engineers ins Flugzeug einmal um die Erde, in 80 Tagen um die Erde. Das ist ein wunderbares Geschäftsmodell, aber es ist de facto eigentlich nicht umsetzbar in einer Übergangsfrist von einem Jahr und es bringt auch überhaupt keinen Mehrwert. Da gibt es einen riesigen Widerstand, da gibt es möglicherweise auch Änderungen. Es gibt auch einen Erfahrungsaustausch der benannten Stellen, der Approved Bodies, dort wird es heiß diskutiert, aber da wird es wahrscheinlich noch Änderungen geben, aber momentan ist es tatsächlich, steht es so drin, der Hersteller braucht einen solchen Nachweis. Wenn Sie nicht designated Standards verwenden und, sage ich mal, Sonderwerkstoffe haben, ob das jetzt diese sehr warmfesten P91 Werkstoffe sind oder Mischverbindung oder was es da alles gibt, Schleudermaterialien, Schleudergussmaterialien, überall dort, wo wir einen Particular Material Abrasion haben, übrigens auch für ASME, der muss auch für das britische Regelwerk auch umgesetzt sein, da legen die Wert darauf, übrigens auch ASME. Ist umso erstaunlicher, weil nach Aussagen der britischen Kollegen teilweise 80% und mehr ASME ist in UK, ist weder ein Designated Standard noch irgendwie automatisch anerkannt. Also hier gibt es tatsächlich zusätzliche Arbeiten, insbesondere auch in der Dokumentation. Auch die Schweizer Verfahrensprüfung und das ZFP-Personal muss formal geprüft sein durch einen in UK ansässigen Appointed Body oder eben hierfür benannte Stelle. Auch das wird jetzt in der Übergangszeit noch sehr toleriert, aber da könnte es tatsächlich entweder einen Aufschrei der Hersteller und der Kunden in UK geben oder tatsächlich eine Rezertifizierung von Schweizer Verfahrensprüfung ZFP mit genau den gleichen Normen, nur dass es eine in UK ansässige Stelle macht, also TÜV Süd BABT durch uns zum Beispiel. Also da gibt es doch noch einige Verwerfungen, die schwer vorstellbar sind, dass es tatsächlich so umgesetzt wird, wie es im Gesetz steht. Aber es steht so drin. So, und ich denke mal, jetzt sind wir eigentlich schon fast durch. Bevor wir jetzt zu Ihren Fragen gehen, habe ich noch eine kleine Flaggenkunde für Sie. Ich glaube, wer bei den letzten Druckgerätetagen war, da hat mein guter Freund, der Paul Smith, auch einen Vortrag gehalten zu allen möglichen Absonderlichkeiten. Und die britische Flagge, die hat eine Besonderheit. Das heißt, wenn man die auf den Kopf stellt, dann ist die nicht symmetrisch. Und welche ist denn die richtige? Also jeder der Aluminiumfahrer, die schon mal hinten ihr Licht angeschaut haben, die wissen, dass es die rechte ist. Man findet aber auf vielen Produkten, auch aus England, häufig auch die linke, weil die einfach auf den Kopf gestellt ist. Vielleicht so viel dazu. Die linke wurde früher von der britischen Admiralität verwendet, um ein gekapertes Schiff anzuzeigen. Das heißt, wenn also ein Schiff gekapert wurde, hat die Besatzung die Fahne auf dem Kopf stehend aufgesetzt, damit die anderen wussten, das ist nicht mehr unserer, sondern das ist der Gegner. Sollte irgendjemand von Ihnen, sage ich mal, UKCA-Produkte unter dieser Fahne eben anbieten, dann ist also erhöhte Vorsicht, achten Sie darauf, dass es auch das echte und nicht ein gekapertes Zertifikat ist, das Sie kaufen. Also bei uns bekommen Sie garantiert ein echtes. Vorsicht vor den gekaperten. So, jetzt gehen wir aber zurück wieder zum eigentlichen Anlass. Also nochmal unsere Kundenbox für alles. Nutzen Sie die. Ich verspreche sehr, sehr schnelle Abarbeitung. Und wenn Sie tatsächlich dann ein ganz reales Umsetzungsproblem haben, auch unter Zeitdruck, schreiben Sie ruhig dringend oder urgent rein. Und dann werden wir auch direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Wir werden auch diese Information natürlich nutzen, um die nächste Veranstaltung im September wieder ein bisschen nochmal auch in der Qualität zu steigern und auch Dinge dann eben zu antizipieren, die Sie da gefragt haben. Nachdem ich ein bisschen kurzsichtig bin, lasse ich mir jetzt die Fragen vorlesen und werde sie dann so hier beantworten. Ja.
Ja, vielen Dank, Herr Schock. Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Sie haben es schon gesehen und gesagt. Wir haben sehr, sehr viele Fragen im Chat bekommen. Das heißt, das Thema trifft auf reges Interesse. Wir werden es jetzt leider nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten, aufgrund der Kürze der Zeit. Wir gehen trotzdem einfach mal rein, schaffen so viel wir können. Und ja, alle anderen Fragen werden wir im Nachgang beantworten und ja, wahrscheinlich auch zur Verfügung stellen. Also, die erste Frage. Darf das UKCA-Kennzeichen parallel mit dem CE-Kennzeichen auf dem Typenschild abgedruckt werden? Also ich werde hier keine rechtsverbindlichen Auskünfte geben, vielleicht so viel dazu. Aber ich bin durchaus im Austausch mit den Approved Bodies, also zum Beispiel mit Lloyds und anderen. Und dort ist man der Ansicht, dass man das darf. Aber man muss halt auch das Richtige dann drauf haben. Also man kann, das heißt also nur ein CE-Zeichen wird nicht gehen und nur ein UKCA in Europa auch nicht. Ist allerdings klar, dass Sie dann auch zwei Bedienungsanleitungen brauchen. Und Sie werden dann auch in der Dokumentation natürlich zwei Konformitätserklärungen brauchen. Und Sie werden dann eben auch formal zwei Stellen einschalten müssen. Das heißt, Sie werden ein Notified Body nach EU-Recht einschalten müssen und Sie werden ein Approved Body aus UK einschalten müssen. Also tun Sie es nur, wenn es unbedingt erforderlich ist. Also ich kann mir vorstellen, dass man bei Massenlieferungen, vielleicht bei Ventilen, bei Sicherheitsventilen, bei Feuerlöschern so etwas tut, aber tun Sie es nicht, wenn Sie Einzellieferungen machen. Das verwirrt mehr, als es hilft. Vielen Dank. Was passiert mit Dingen, welche in diesem Jahr geliefert werden, somit CE wären, aber erst im Beginn nächsten Jahres in Betrieb gehen? Müssen dann beide angewandt werden? Nee. Also das ist genau wie im EU-Recht. Es gilt das Datum des Inverkehrbringens auf dem UK-Markt. Und wenn das noch in diesem Jahr ist, dann darf es auch in Betrieb gehen. Das heißt, wenn Sie es schaffen, zum 31.12. dieses Ding dort in Verkehr zu bringen, dann darf es auch 2022 noch in Betrieb gehen. Ja. Und die Frage, also da gibt es übrigens auch einige Services, habe ich schon gesehen, die einen da unterstützen, dass es tatsächlich noch in Verkehr gebracht wird. Das könnte in den Fällen bedeutsam sein, wo Sie Baugruppen haben, das heißt, wo Sie sehr komplexe Anlagen bauen. Und da werden dann sozusagen an die Baustelle Dinge geliefert und das kommt aber nicht alles noch dieses Jahr an. Dann haben Sie wirklich den Zeitdruck, dass Sie dieses Jahr noch liefern. Aber Sie können auch, ich meine, wie gesagt, wir haben ja auch, wir verkaufen ja diese Dienstleistung auch gerne. Wir können Ihnen natürlich mit der Vorlaufzeit auch eine UKCA über unsere Landesgesellschaft auch anbieten und zum fairen Preis von vornherein solche Bauchaufzüge auch verhindern. Ja, danke schön. Und benötigen auch Unterbaugruppen ein UKCA? Also da ist jetzt die Systematik genauso wie im EU-Recht. Sie können theoretisch, wenn Sie eine Baugruppe haben, sozusagen die Elemente, die drunter sind, immer in diese Konformitätsbewertung mit einschließen und die einzelnen Geräte eigentlich nicht konformitätserklären. De facto ist es aber so, dass es ein sehr seltener Fall ist, weil dann nimmt nämlich der Inverkehrbringer der gesamten Anlage die Verantwortung für alle Unterlieferanten, was sehr selten ist. Also ich kenne zumindest mal keinen, der sich das antut. Also achten Sie darauf, ob Ihr Teil Ihres Gewerks noch dieses Jahr in Verkehr gebracht wird oder nächstes Jahr. Wenn es dieses Jahr der Fall ist, wäre meine Empfehlung, machen Sie UKCA. Selber der Inverkehrbringer einer Anlage sind, verpflichten Sie Ihre Lieferanten, das Gleiche zu tun. Sie dürfen gerne unsere E-Mail weitergeben. Sehr gut. Wie wird ATEX im Sinne des UKCA abgebildet? ATEX macht unsere heißgeliebte Schwester, also die TÜV Product Service. Dort ist es so, dass die auch um eine Akkreditierung angesucht haben. Es ist für alle europäischen Richtlinien leider so, dass das CE-Kennzeichen weg ist und durch das UKCA ersetzt wird. Das gilt genauso für ATEX. Die Maschinenrichtlinie.
Ja. Okay, ja, darauf anschließend die nächste Frage. Die Konformität mit der Maschinenrichtlinie 2006/42 EG, trifft diese auch zu? So, ich nehme mal die Frage so, Sie können das gerne nochmal dann im Chat oder in der, auch über die E-Mail nochmal nachfassen. Also es ist so, dass natürlich für die Maschinenrichtlinien, für alle europäischen Richtlinien, die was mit diesem gemeinsamen Binnenmarkt zu tun haben, das sind ja insgesamt 21 oder 22 Richtlinien, dass für alle die diese Regelung gelten. Und der Link, den ich Ihnen ganz am Anfang gegeben habe, auf diese Legislative im UK, das finden Sie für alle Richtlinien. Das heißt, wenn Sie da Spaß dran haben oder wenn Sie es müssen, weil Sie so komplexe Produkte herstellen, da können Sie für die Druckgeräte-Richtlinie, für ATEX, für Toys, für Spielgeräte, für Medical Products, das können Sie komplett durchklicken. Das ist alles eins zu eins so umgesetzt. Und das ist auch der Grund, warum es keine konsolidierte Fassung für nichts gibt. Also das, was Ihnen der Herr Dallmayr vorgestellt hat, das gibt es tatsächlich für nichts. Die arbeiten einfach Tag und Nacht nur an diesen Amendments, über diese ganzen Richtlinien. Und es gibt ganz wenige Richtlinien, die noch längere Übergangsfristen haben oder Ausnahmen genehmen. Zum Beispiel eben, glaube ich, Medical, weil man schlichtweg nicht verantworten kann, dass Leute nicht geimpft werden, dass Leute keinen Herzschrittmacher kriegen, nur weil wir dieses unsinnige Handelsabkommen haben. Okay, vielen Dank. Wenn nur die EN-Standards als Designated Standards übernommen wurden, heißt das, Druckgeräte nach AD 2000 sind raus und können kein UKCA bekommen? Nein, das heißt es nicht. Also der Weg über den Nachweis, dass die Essential Safety die Essential Safety Requirements eingehalten werden, also die grundlegenden Sicherheitsanforderungen eingehalten werden, kann auch auf anderen Wege erfolgen. Der muss aber dokumentiert sein. Und im AD-Merkblatt gibt es ja einen Anhang Z, soweit ich weiß, über den kann eine solche Dokumentation auch erfolgen. Aber bitte gehen Sie nicht davon aus, dass AD 2000 in Anführungsstrichen einfach für UK durchgewunken wird. Wir bewegen uns hier in einem anderen Rechtsrahmen und mein Bauchgefühl sagt mir, spätestens wenn das Vereinigte Königreich in intensive bilaterale Verhandlungen mit den USA eintreten, dann wird unter Umständen der ASME-Code eher einem Designated Standard gleichgestellt als das AD-Merkblatt. Das ist so mein Bauchgefühl. Ich würde sagen, wir kriegen das AD-Merkblatt aller Voraussicht nach UK. Das werden wir auch in dem Erfahrungsaustausch präsentieren, wie wir das machen wollen. Aber es muss tiefer dokumentiert sein als bisher, weil es eben kein Regelwerk ist, das in einer englischen Sprache rechtskräftig oder rechtsgültig ist. Dankeschön. Werden bestehende Entwurfsprüfungen anerkannt oder müssen diese neu geprüft werden? Also, sie werden vom Grundsatz her anerkannt, in dem Sinne, dass bei einer Berechnung eines Druckbehälters eigentlich nichts anderes rauskommen kann, wenn es ein Deutscher oder ein Engländer oder ein Ire macht. Ja. Was allerdings ein Thema ist, diese Entwurfsprüfung muss über unsere Landesgesellschaft in England also geklärt werden, die muss einfach reviewed werden, die muss anerkannt werden. Und wenn Sie also eine neuere Entwurfsprüfung haben, dürfte das kein Problem sein. Aber ich sage immer, um einfach mal vorzubauen, wenn dann einfach ein alter Hund aus 1998 noch Druckbehälterverordnung dann rausgezogen wird, das wollen wir dann auch nicht haben. Also ich sage mal so, mein Bauchgefühl sagt mir, eine Entwurfsprüfung, die 2 oder 3 Jahre alt ist, die sollte man sich schon einmal anschauen. Gibt die nach dem jetzigen Rechtsstand wieder? Sind auch die Dokumente durchgängig in Englisch erstellt? Weil da wird großer Wert darauf gelegt, dass einfach auch die Dokumentation in Englisch ist. Das heißt, man würde das Entwurfsbrief schreiben und auch Ihre Berichte schon ins Englische übersetzen. Und im Hinblick auf das Gesamtzertifikat, das würde natürlich ein TÜV Süd BABT-Zertifikat sein. Und also es kommt auf den Einzelfall an, aber wir werden nicht stur
einfach alles nochmal durchrechnen, was wir schon mal gerechnet haben. Also das werden wir mit Sicherheit nicht machen. Ja, danke schön. Eine weitere Frage im Chat ist, gibt es weitere Angaben außer das UKCA-Kennzeichen, die zur Kennzeichnung eines Produkts, zum Beispiel für Sicherheitsventile, angegeben werden müssen? Also im Hinblick auf die Kennzeichnung gibt es momentan noch keine Unterschiede. Das heißt, es gibt ja den höchstzulässigen Druck, PS, TS, diese Dinge, die Sie kennen, auch der Hersteller. Also da gibt es eine entsprechende auch Vorlage, was da drinstehen muss. Da gibt es keinen großen Unterschied, nur dass man eben spezifizieren muss, Designated Standard oder sonstiger Standard. Da haben wir noch keine so große Abweichung. Und ja, ich glaube aber, da hat der gute Kollege, der Thomas Dallmayr, auch in seiner Software etwas drin. Und wir haben auch solche Unterlagen schon erstellt. Also wenn Sie uns da kontaktieren, wir haben, was die Unterlagen betrifft, unsere Hausaufgaben gemacht, weil die UK-Behörden, die sind da sehr pingelig und die haben unter uns gesagt, es bleibt ja unter uns, sehr viel detaillierter nachgeschaut als teilweise die deutschen Akkreditierer in bestimmten Punkten, weil es einfach dieses formale Checklistenwissen, was wir auch aus Amerika gehen, da achten die komplett drauf. Sind ja auch übrigens die Erfinder der Akkreditierung. Das haben nicht die Deutschen erfunden, das haben die Engländer erfunden. Vielen Dank, Herr Schock. Wir sind jetzt eigentlich schon am Ende unserer Zeit angekommen. Wir haben jedoch noch so viele Fragen im Chat, dass ich einfach vorschlagen würde, wir machen noch 10 bis 15 Minuten weiter. Ich hoffe, liebe Teilnehmer, für alle die es noch interessiert, dass sie noch bei uns bleiben. Für alle anderen, die leider schon einen Folgetermin haben, sie bekommen die Präsentation natürlich im Nachgang und die Beantwortung ihrer Fragen, die wir noch nicht beantworten konnten, natürlich selbstverständlich auch. So, die nächste Frage im Chat. Wie werden bestehende EU-Baumuster behandelt? Das würde mich natürlich interessieren, von wem die Frage kommt, aber das ist Neugierde ist jetzt was anderes. Weil da gibt es jetzt natürlich die schöne Frage, es kommt drauf an. Da ist natürlich immer die Frage, ist es eines in Anführungsstrichen von uns oder ist es von einem befreundeten Wettbewerbsunternehmen, von einem anderen TÜV oder von der DEKRA oder Bureau Veritas oder Lloyds, sozusagen immer diese Frage. Und mir ist auch durchaus bekannt, dass die ein oder anderen Zertifikate so von einem zum anderen weitergereicht werden. Ich kann Ihnen das mal so besorgen, also mit den in UK ansässigen Stellen findet ein sehr intensiver Kontakt statt. Und da kriegt man doch immer wieder auch mal einen Hinweis, ja, da ist jetzt ein Kunde, darf ich dem eure Adresse weitergeben? Der weiß vielleicht nicht, dass ihr auch UKCA habt. Also sowas, so ein Austausch findet schon statt, also ohne dass natürlich Betriebsgeheimnisse kommuniziert werden. Und ich sage dann, ja, natürlich gerne. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie in UK mal einen anfragen, dass der Sie wieder auf mich oder auf uns zurückverweist. Das ist schon öfter vorgekommen. Grundsätzlich ist es so, dadurch, dass UK extrem auf Akkreditierung achtet, ist es für uns so, dass also eine Nachbewertung eines Modul Bs unter TÜV Süd BABT grundsätzlich möglich ist, auch zu einem fairen Aufwand. Wir werden da insbesondere dann natürlich darauf achten, ist die Dokumentation tatsächlich in Englisch? Sind die Essential Safety Requirements tatsächlich eingehalten oder nicht nur vermutet? Ist das wirklich eine rechtssichere Konstruktion? Und dann kann man da sicher zur Lösung kommen. Bitte beachten Sie, dass eben das Modul B allein ja nicht reicht. Das heißt, Sie haben ja immer eine Modulkombination B plus D oder B plus C1. Und für uns ist sehr wichtig, dass wir also bei diesen Qualitätsmodulen, also D und C1, dann auch in einem Vororttermin uns davon überzeugen, dass das auch richtig abläuft und dass am Schluss auch es so in Verkehr gebracht wird, dass es keine Auffälligkeiten mit der Marktaufsicht gibt. Das heißt, das Fabrikschild muss stimmen, die Betriebsanleitung muss stimmen, auch die Doku muss stimmen, dass wir da einfach dann auch
dem einen oder anderen Wettbewerber, dem das vielleicht ein Dorn im Auge ist, auch Rede und Antwort stehen können. Weil Sie müssen sich Folgendes vorstellen, der Schuss ist ja jetzt komplett nach hinten gegangen. Dadurch, dass sich jetzt doch einige Stellen aus Kontinentaleuropa um so eine Akkreditierung bemühen, sind jetzt kleinere Stellen in UK extrem benachteiligt, weil die können nur noch UKCE, aber kein CE-Kennzeichen ausstellen. Und viele von diesen haben keine Niederlassung in Europa. Das heißt also, auch was diesen Prüf- und Zertifiziermarkt betrifft, hat sich eigentlich UK damit keinen Gefallen getan, dass sie dieses CE-Kennzeichen nicht mehr anerkennt. Das bringt sozusagen ihre eigenen anerkannten Stellen in sehr, sehr große Schwierigkeiten. Und deswegen müssen wir uns auch darauf einstellen, dass da doch oder der eine oder andere Rechtsstreit dann vom Zaun gebrochen wird, auch vom Wettbewerb oder auch von Kunden, die sich benachteiligt fühlen, wenn wir mit AD 2000 oder TRD oder vergleichbaren Regelwerken hier am Markt auftauchen. Ja, aber wir haben kompetente Leute hier im Team. Also wir haben heute schon weltweit etwa 60 Auditoren und Inspektoren benannt. Und Sie können sich sicher sein, dass wir mindestens maximal 50 Kilometer von Ihnen entfernt jemanden haben, der befugt ist, im Auftrag von BABT auch solche Prüfungen und Inspektionen durchzuführen. Das ist dann in etwa vergleichbar, wie wir auch ASME-Inspektionen durchführen. Dankeschön. Wenn sich aufgrund geringer Stückzahl eine Modul-H-Zertifizierung nicht lohnt, ist es möglich, Bauteile von Modul H auf B, also dem Entwurfsmuster, plus F umzustellen und durch einen Approved Body abnehmen zu lassen? Bitte nageln Sie mich nicht fest, aber ich gehe davon aus, dass es tatsächlich möglich ist, ja, und dass es sogar sinnvoll sein könnte. Weil nicht alles, was möglich ist, ist sinnvoll, aber es könnte tatsächlich sinnvoll sein, weil wenn Sie wirklich sehr niedrige Stückzahlen haben, haben Sie dann nach meinem Gefühl eigentlich eine höhere Rechtssicherheit, als wenn Sie das unter Modul H einfach hinzaubern. Ja. Aber das ist eine typische Frage an UKCA, an dieses Postfach, weil das wissen wir auch, wer vielleicht von unserem Haus mit Ihnen schon zusammenarbeitet, und dann findet man da, denke ich mal, sicher eine Lösung. Super. Gleich zur nächsten Frage. Brauchen wir für Produkte, die der PER unterliegen, auch einen in UK ansässigen Importeur? Ja, das ist eine interessante Frage. Da kann ich tatsächlich noch keine abschließende Antwort geben. Wir wissen ja auch, im EU-Recht ist das auch ein bisschen so lavierend, je von Richtlinie nach Richtlinie. Also in der Druckgeräte-Richtlinie haben wir es bisher nicht so scharf gesehen. Also da würde ich daran bitten, dass wir das tatsächlich auch wieder Vorlage nehmen. Das ist eine Frage, die ist nicht abschließend geklärt, meines Wissens. Ja. Okay, das machen wir gerne. Da melden wir uns im Nachgang nochmal. Es gibt übrigens wirklich auch Katalogepflichten für Hersteller, Inverkehrbringer und so weiter. Auch über diese Links erreichbar, die ich gegeben habe. Aber da würde ich jetzt mir keine Antwort zutrauen. Machen wir gleich weiter mit der nächsten Frage. Ist für Lieferanten von Pressure Retaining Parts, also Castings oder Forgings, ein PER-Zertifikat ähnlich dem PED-Zertifikat erforderlich? Also das Castings sind ja Gussstücke und das andere waren Forgings oder was war das? Also Schmiedestücke. Ja, also ich würde nach dem Rechtsstand heute sagen, ja. Das ist in England, in UK umstritten, weil das natürlich ein Wahnsinn ist. Aber wir stellen tatsächlich solche Zertifikate aus oder werden solche Zertifikate ausstellen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch in diesem Jahr eine eindeutige Antwort aus UK bekommen, ist sehr gering, weil die nächste Tagung dieses Approved Body Meetings findet, glaube ich, im November statt. Und ich vermute, dass, also sicherheitshalber würde ich sagen, ja, da sind Sie auf der sicheren Seite. Insbesondere, wenn Sie wenige Lieferanten haben, dann fordern Sie das bei dem ein. Also da sind wir nicht gut beraten, über den geschriebenen Text abzuweichen. Obwohl es ein Wahnsinn ist, ja, ein Irrsinn.
Okay. Muss für die UKCA-Akkreditierung auch die interne Fertigungsdokumentation, zum Beispiel Arbeitsanweisungen, auf Englisch sein? Also da würde ich jetzt vom Bauchgefühl her sagen, nein. Da gilt das berühmte Zitat, es kommt darauf an, was hinten rauskommt. Das heißt, wenn Sie über eine deutsche oder auch über eine österreichische Arbeitsanweisung etwas erzeugen können oder auch über eine hessische, was hinten UK-konform ist und in schönstem Oxford-Englisch dann auf Papier steht, dann würden wir das Ihnen nicht vorenthalten. Aber alles, was im Außenverhältnis sichtbar wird beim Inverkehrbringen, muss in Englisch sein. Ja. Perfekt, vielen Dank. Wird das Conformity Assessment der Herstellerwerke durch die UK-Niederlassung vom TÜV Süd durchgeführt oder durch die üblichen deutschen Niederlassungen? Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Selbstverständlich. Also wird das Conformity Assessment der Herstellerwerke durch die UK-Niederlassung vom TÜV Süd durchgeführt oder durch die üblichen deutschen Niederlassungen? Also ist es so, dass die eigentlichen Prüftätigkeiten von benannten Mitarbeitern der Landesgesellschaften durchgeführt werden, also in Deutschland, Österreich, Frankreich. Dass aber der Zertifizierungsvertrag natürlich mit BABT, mit UK, abgeschlossen wird und dass formal die Zertifizierung auch über UK abläuft. Und im Laufe der Zeit wird es sich sicher, denke ich mal, auch aufweichen, weil wir arbeiten ja global zusammen. Aber die eigentlichen Abnahmetätigkeiten, die Audits, werden vor Ort von unseren Mitarbeitern stattfinden können und die werden das auch auf Deutsch machen können. Ja, aber ist wieder so, es kommt darauf an, was hinten rauskommt. Die Auditberichte werden dann allerdings in blütenreinem weißen Englisch erstellt werden. Da können wir dann nicht mit einer deutschen Dokumentation arbeiten. Aber wie gesagt, wir haben jetzt auch die Erfahrung gemacht, mit DeepL und vergleichbaren Übersetzungsprogrammen kann man da schon sehr viel machen. Und auch die Präsentation, die Sie heute gesehen haben, die ist eigentlich ursprünglich in Englisch erstellt worden mit unseren Kollegen in England. Und die haben wir über DeepL ins Deutsche übersetzt. Und bis auf ein paar Rechtschreibfehler ist das doch eigentlich ganz ansehnlich. Sehr gut, vielen Dank. Kommen wir, ich würde sagen, zu unseren letzten Fragen. Sind Schweißnormen der EN 15614 oder der ISO 9606 weiterhin verwendbar? Also sind für ZFP ISO 9712 Zertifizierungen weiterhin gültig? Ja. Wobei man da für die schon länger in diesem Geschäft sind, so eine Situation hatten wie mit der Einführung der Druckgeräterichtlinie. Formal müssen diese nochmal approved und genehmigt werden von diesem UK Notified Body. Aber dort, wo wir uns von den Normen her schon in diesem designierten Standardbereich bewegen, also harmonisierte Normen, werden wir da sicher zu sehr pragmatischen Lösungen kommen. Okay, danke schön. Für die UKCA müssen bestehende Zulassungen von Druckbehältern nach Modul B und für die Fertigung Modul D, also definitiv von der neuen TÜV Süd Landesgesellschaft UK geprüft und neu ausgestellt werden? Formal ja. Also es wird vielleicht auch von dem einen oder anderen Kollegen, vielleicht auch vom Wettbewerb, immer von Umschreiben gesprochen. Aber das trifft den Sachverhalt nicht. Also wir haben tatsächlich Zertifikate und Zertifizierungen, die tatsächlich dann unter englischem Recht ausgestellt werden. Mit Gerichtsstand England, mit den dortigen Akkreditierungen, auch mit den dortigen Ordnungswidrigkeiten und so weiter. Also es ist tatsächlich so, man kann hier nicht von einem Umschreiben sprechen, sondern es ist tatsächlich eine Neuausstellung eines Zertifikats, eine Rezertifizierung, die momentan uns immer noch gestattet, sehr, sehr viele Dinge auch anzuerkennen. Aber es ist formal tatsächlich etwas anderes. Die Trennung, die ist tatsächlich wirklich final und eklatant. Vielen Dank. Und vielleicht noch eine ganz kurze Frage zum Schluss. Was bedeutet PER? Das wird natürlich jetzt gemein, wenn ich das nicht hinbuchstabieren könnte. Das ist die Pressure Equipment Regulation
Und manchmal kommt noch in Klammern PE, in Klammer S, R. Das ist dann die Pressure Equipment Safety Regulation. Die habe ich auch. Die habe ich auch in der Linkliste nochmal zum Nachlesen drin. Das ist im Prinzip die Regelung, mit der das Druckgeräterecht in UK in Landesrecht umgesetzt wird. Und dort findet man noch viele Verweise und Verbindungen mit dem EU-Recht, also das Modulkonzept und so weiter. Und das ist quasi das Äquivalent zur Druckgeräterichtlinie und zu den Regelungen, wie in Deutschland zum Beispiel Druckgeräterichtlinien umgesetzt wird. Und was Vergleichbares gibt es auch für Maschine, Medical und so weiter, ATEX. Ja, vielen Dank, Herr Schock. Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Wir sind jetzt schon 15 Minuten über unserer Zeit. Ich würde deshalb vorschlagen, dass wir die Veranstaltung für heute beenden. Wir haben leider noch sehr, sehr viele Fragen im Chat, die wir jetzt aufgrund der Zeit nicht geschafft haben zu beantworten. Ich habe es aber schon gesagt, es wird keine Frage verloren gehen. Wir gehen im Nachgang auf all Ihre Fragen noch im Detail ein. Schlusswort sagen? Selbstverständlich. Ja. Also ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Also ich habe ja viele Veranstaltungen ja auch physisch gemacht, auch mit großem Zuhörerbereich. Ich glaube, wir sind jetzt jenseits der 300 Teilnehmer. Und also mein Bauchgefühl sagt mir, über diesen Chat hat hier eigentlich eine Diskussion stattgefunden, die in bestimmten Bereichen einer realen Veranstaltung sogar überlegen ist, in einer viel kürzeren Zeit. Und wir werden uns das auch nochmal zu Gemüte führen. Und wir sind auch gespannt auf Ihr Feedback, das Sie geben wollen, weil dann können wir sowas sehr gerne auch zu vergleichbaren Themen immer wieder mal aufsetzen und in Kontakt bleiben. Also ich bin jetzt für mich gesehen eigentlich top zufrieden mit dem Ganzen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was erfahren. Es war in der Kürze der Zeit nicht alles möglich, aber wir haben uns die beste Mühe gegeben, Sie mit dem zu versorgen, was wir jetzt schon wissen. Ja, dann auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank. Der Herr Schock hat es gerade gesagt, wir freuen uns über Ihr Feedback. Der Feedback-Link ist jetzt im Chat. Dann bleibt mir auch nichts weiter zu sagen als danke für Ihre Teilnahme. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag und wir würden uns freuen, wenn Sie sich auch am 7. September, wenn wir die Veranstaltung wiederholen und vielleicht auch mit neuen Informationen versehen, wieder dabei sind oder an Ihre Kollegen die Veranstaltung weiterleiten. Genau, dann freuen wir uns, Sie wiederzusehen und wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank.